Ja, mein Name ist Norbert. Ich bin seit 2012 als Agile Coach und Life Coach unterwegs. War lange Zeit bei Etty Agile, vorher lange bei IBM als Architekt, Entwickler unterwegs. Und seit diesem Jahr allein in einer eigenen Firma. Und habe in der Zeit mindestens 5 größere Transitionen begleitet und auch noch einiges Zeug drumherum gesehen. Und da wollte ich gerne mal mit euch draufschauen und so meine Erfahrungen mit euch teilen, aber auch gerne von euch welche mit abholen und einsammeln. Genau. Vielleicht mal, bevor es genau losgeht, wer von euch war denn schon in der eigenen Firma in der agilen Transition jetzt drin oder ist mittendrin? Also einfach mal kurz ein Handzeichen. Okay. Wer von euch als Coach oder wer so eher als klassisch Betroffener? Also, oder Frage ist. Also wer ist davon nicht Coach? Also alle Nicht-Coaches jetzt mal die Hand hochheben, oder? Genau. Okay. Dann seid ihr ja, glaube ich, ganz gut richtig hier. Ihr seid zumindest die Zielgruppe, das ist gut. Bevor es losgeht, würde ich tatsächlich euch auch bitten, ihr könnt diese Transition nehmen, in der ihr gerade steckt oder die ihr so im Groben vielleicht auch schon hinter euch habt. Ihr könnt aber auch aus einem privaten Umfeld eine große Veränderung mal nehmen, die jetzt in naher Vergangenheit passiert ist und mal überlegen, erstens, was war so eine große Veränderung, die auch stark auf euch gewirkt hat oder wo ihr gucken musstet, wie ihr euch dazu verhaltet. Und wenn ihr die habt, dann mal überlegen, wie ging es euch da drin. Okay, ich gebe euch mal kurz Zeit und dann frage ich gleich mal kurz ab, ob jeder was hat. Also überlegt mal kurz, was ihr dafür nehmt, dass ihr euch wo reinfühlen, reindenken könnt. Das brauchen wir gleich noch ein bisschen. Okay, vielleicht mal so. Wir hatten alles schon so eine Idee, was er da nimmt. Ja, gebe ich auch noch ein bisschen Zeit. Spürt da mal rein und versucht wirklich mal in so eine Veränderung reinzudenken, die euch relativ stark beschäftigt hat in letzter Zeit. Kann auch schon ein Jahr her sein, aber so was Größeres. Jetzt nicht nur eine neue Frisur nur oder so. Okay, soll reichen erstmal. Bevor wir, also parkt das mal kurz, merkt euch das. Auch das Gefühl mal kurz speichern. Wir kommen gleich wieder drauf zurück. Bevor ich jetzt den langen Vortrag starte, gibt es vielleicht auch eine Abkürzung. Vielleicht funktioniert die für eine von euch. Die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich hoffe, die klappt so. Klappt natürlich prompt nicht. Wieso habe ich jetzt keinen Sound hier auf dem Computer? Gerade ging das noch. Ne? Okay, schade. Naja, ihr müsst euch jetzt jedenfalls diesen Inder vorstellen. Und dann gibt's ihn jetzt mal so. Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful nights of sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Das ist so die einfache Lösung. Der Vortrag soll ein bisschen darum gehen, zu gucken, wieso die vielleicht nicht immer so klappt. Dafür
würde ich euch tatsächlich jetzt als erstes mal bitten, dass ihr euch einen Partner schnappt, am besten euren Sitznachbarn oder kann auch eine Dreiergruppe sein, ist jetzt nicht so dramatisch. Und dass ihr mal gemeinsam für ein paar Minuten der Frage nachgeht, so 3-4 Minuten, bei der Veränderung, an der ihr gerade denken solltet, bevor es losging jetzt, als es losging, wo fiel es euch schwer, so entspannt damit umzugehen wie der charmante Inder da gerade? Also was war da los? Oder seid ihr genauso cool da durchgegangen? Oder was war bei euch intern passiert an Gefühlen, an Gedanken? Und was hat euch da so bewegt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Oder wo fiel es euch schwer, so entspannt mit den 3 Optionen umzugehen? Und das würde ich gerne mal mit euch sammeln gleich. Also ich gebe euch jetzt mal 3-4 Minuten im Paar. Tauscht euch mal aus über eure Veränderung, die ihr da hattet, dass ihr kurz so Abriss macht, was da los war bei euch und wie es euch dabei ging. Also so einen Fokus darauf legen, wie seid ihr damit umgegangen. Okay? Zeit läuft. Sucht euch einen Partner. Ist ein interaktiver Vortrag. Sowas muss sein. Einfach nur die Punkte hinwischen, ist nicht so wichtig. Okay, ich traue mich kaum dazwischen zu gehen, ist so schöne Energie gerade. Ich versuche mal so die Pause-Taste zu drücken, macht mal bitte Pause, bleibt mal einfach in dem Stand, den ihr gerade habt. Ihr habt nachher noch ein bisschen mehr Möglichkeit zum Austausch auch. Ja. Kommt wahrscheinlich jetzt nicht jede Richtung dran, tut mir ein bisschen leid. Ich würde gerne mal so im Shoutout einfach, dass ein paar Leute mal sagen, was war bei euch in der kleinen Gruppe, was war da hochgekommen, was waren da Gründe oder Themen, die jetzt im Kontrast zu diesem Mini-Video vielleicht dem entgegenstehen, einfach so damit umzugehen. Einfach mal so reinrufen und ich habe den Service, dass ich hier einen Schreiber sogar mir organisiert habe. Also deshalb, lasst mal ein bisschen hören, was war bei euch so bemerkenswert? Eigener Anspruch. Eigene Werte, okay. Die nicht so leicht sagen, okay, dann
dann halt nicht. Ah, okay, dann ändere ich das. Hm? Noch mehr. Hier. Ah, okay. Ungewissheit, Angst vor der Ungewissheit? Mhm. Okay, also die Unklarheit, was du tun kannst, oder die Unklarheit, was passiert, wenn du irgendwas tust? Ja? Okay, weil du die Richtung nicht kennst. Mhm. Achso, okay, das wird noch verstanden. Vielleicht nicht unbedingt die Ungewissheit und Unklarheit, aber eher so die Komplexität, die vielleicht dahinter steckt, dass das nicht unbedingt nur ein kleines Pünktchen ist, was dabei ist bei der Veränderung, sondern dass das ein Riesengeflecht aus Veränderungen, die da quasi mit betroffen sind. Okay, also nicht wissen, wo anfangen oder wo drehen. Mhm. Okay, wir machen euch rein auf und dann. Fehlende Informationen. Okay. Fehlende Infos. Mhm. Verstoß gegen eigene Prinzipien. Dann jetzt letzte Meldung noch. Ja, also das Thema Geduld zu haben und auch zu akzeptieren, dass es nicht so schnell geht, wie man das selber gerne möchte vielleicht. Mhm, ja. Und in dieser Geduld quasi so entspannt zu bleiben, ne? Mhm, ja, so in diesem Warten. Okay. Ja, super. Ich mache es nochmal ein bisschen plakativer vielleicht mit diesem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ist so hell hier. Schlaft ihr mir dann weg? Ich hoffe, es geht. Das ist ein Braunkohletagebau, ist ja gerade sehr aktuell. Bin mal neugierig, was löst das bei euch aus? Beziehungsweise, was könnten Gründe sein, da sehr unterschiedlich drauf zu reagieren, wenn man sowas sieht? Also, was ist ja eine sehr große Veränderung, ne? Also, so mal eben da im Kilometerumfeld die Erde umbuddeln, ist jetzt nichts Kleines. Ist jetzt vielleicht ein ganz anderer Kontext. Aber ich fände es mal spannend, mit euch drauf zu gucken, was glaubt ihr, oder erstens spontan, wie geht es euch, wenn ihr das seht? Kommt da was hoch? Bei manchen reagiert es stark, bei manchen vielleicht gar nicht. Bei wem reagiert es stärker? Vielleicht da mal eine Meldung. Christine? Ja, stark, aber das hat. Ich glaube, es hat damit zu tun, quasi aus welcher Perspektive man da drauf schaut. Ne? Wenn man jetzt sagt, ah, okay, das ist mein Arbeitsplatz, ne? Oder ich reagiere jetzt aber aus meiner Umweltperspektive da draus, ne? Und deshalb reagiere ich da also ganz, ganz stark quasi mit dem Bild. Ne? Okay, also sprich, das verbinde ich jetzt eher mit dem Wald jetzt gerade im Moment, um den es da gerade ging. Da. Genau, Hambacher Forst. Okay, nochmal genau. Naturliebe vielleicht oder so. Arbeitsplatz wäre noch ein Punkt. Was könnte noch ein Grund sein, da vielleicht war sogar begeistert, also vielleicht ist es irgendwie sogar cool. Persönliche Betroffenheit, würde ich sagen. Wenn es mich direkt betrifft, reagiere ja. Ich anders, als wenn es weit von mir weg ist. Ja. Wenn da dein Haus steht daneben, ne? Das ist schon mal anders. Bedrohung sehe ich da direkt. Bedrohung ist egal, also weil das Ding so groß ist, ich so klein und was kommt da auf mich zu? Mhm. Sowas könnten Sie. Tatsächlich kann man sogar Freude sehen, ne? Also von der Marketingseite ist da auch immer sehr viel Freude. Da sieht man nämlich immer die schönen Seen und Freizeitparks, die da entstehen in 20 Jahren mal. Der kleine Ingenieur in mir sagt, oh, geiles Ding, tolles Stück Technik. Ach, ja. Und gleichzeitig aber, also schade um den Wald, aber noch viel schlimmer, was da symbolisch hintersteht, mit was treiben wir mit der gesamten Erde. Okay, ich glaube, es reicht schon, um eine Idee zu kriegen. Also Fakt ist, bei so einer großen Veränderung wird es immer die unterschiedlichsten Reaktionen geben. Ja? Also man kann eigentlich vergessen, irgendeine Veränderung durchzuführen und dabei sind alle happy. Also es ist irgendwie, ich habe das oft in Firmen gesehen, dass dieser Anspruch da war und gefühlt auch eine verordnete Begeisterung für die Veränderung, was oft sehr stark nochmal extra auf die Motivation geschlagen hat von den Leuten. Ja? Also dass man gesagt hat, hier, wir machen agil, geil, das müsst ihr alle genauso toll finden und los geht's. Wer nicht begeistert, hurra, wir ändern uns, ruft, ist schon mal ganz komisch. Ja? Der sollte sich mal falsch fühlen. Am Anfang hatte ich so ein paar Dilberts laufen lassen, da war auch einer so dabei in der Richtung. Okay, wir gucken uns gleich nochmal das genauer an.
Was ich euch mitgebracht habe, ist so ein grobes Modell, was ich mal so gebastelt habe, als eine Art Navigator, wie man durch so eine Situation vielleicht sich mehr Klarheit schaffen kann. Und das ist in zwei Schritten geht es. Das erste ist, wo stehe ich überhaupt? Also sprich, das ist in diesem Video wäre das der Punkt, gibt es überhaupt ein Problem? Ja? Also habe ich überhaupt ein Problem oder nicht? Und da kann man in zwei Richtungen gucken. Das eine ist, was passiert im Außen, also in der Umwelt, und was passiert in mir drin? Was kann ich da beobachten? Also an Gefühlen, Gedanken, was passiert da? Ja? Da möchte ich euch mal kurz reinführen. Das ist hier so mein Denkmodell dabei. Ich muss euch da mal ein bisschen langsamer durchführen, fürchte ich. Im Idealfall, also es fängt ja da oben an, irgendjemand hat entschieden, es gibt diese Veränderung. Und ganz oft seid leider nicht ihr das. Also das kann man sich nicht immer aussuchen. Im Idealfall wäre es so, dann seid ihr in einer super soziokratischen Firma und alle entscheiden es gemeinsam, ob sich irgendwas ändert und was. Oder in einer totalen Autonomie, jeder macht halt selber seine Veränderung, was allerdings auch bedeutet, dass es ziemlich viel reaktiv von euch auch doch gefordert wird, sich zu ändern. Und dann abhängig davon kommen dann so die nächsten drei Fragen, kamen dann bei mir hoch beim drüber nachdenken, was bräuchte ich denn, um hinter so einer Veränderung zu stehen. Ja? Das eine ist das Problem. Habe ich das gleiche Problemverständnis? Kann ich das mitgehen? Also sehe ich das auch als Problem an, was da gelöst wird? Ja, also das ist auch dieses oft, warum machen wir das überhaupt? Ist einfach, zumindest für viele, geht das wirklich? Ja, ein sehr entscheidender Punkt, dahinter zu stehen. Also immer, wenn so ein Haken dran ist, heißt es, ja, ist für mich okay, sehe ich auch so. Ich habe es zwar nicht entschieden, aber das Problem sehe ich, macht Sinn, das zu lösen. Ja, das hilft auf jeden Fall schon mal, da mitzugehen. Der zweite Punkt ist, ist das die richtige Lösung oder eine sinnvolle Lösung für dieses Problem? Es kann ja noch so richtig erkannt worden sein, aber wenn dann die ganz falschen Maßnahmen passieren und ich denke, ja, damit kriegen wir es aber nicht gelöst, dann hilft mir das auch nicht, da wirklich mit am Strang zu ziehen und an dieser Lösung mitzuarbeiten. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Gerade da sehe ich auch oft ziemlich starke Defizite, da Mitarbeiter einzubinden tatsächlich und nicht die Lösung gleich mitzuverkaufen und da mehr gemeinsam zu suchen, was eine gute Lösung sein könnte tatsächlich. Und das Dritte ist dann, wenn ich es schon nicht selber entscheide, kann ich genug Vertrauen aufbringen, um denjenigen, der das entschieden hat oder der Organisation als Ganzes quasi zu vertrauen, dass es trotzdem eine gute Sache sein wird. Oder kann ich da genug so ein Bild entwickeln wie, gut, ich habe jetzt da nicht den ganzen Überblick, die da oben oder die anderen, die es entschieden haben, die werden das schon besser wissen. Oder ich habe zwar eine andere Idee, aber sind gute Leute, fitte Leute, die wissen, was sie tun, kann ich mitgehen. Ja? Das sind für mich so die drei Grundelemente und dann kann man die natürlich beliebig kombinieren. Mal ist das eine vorhanden, mal das andere, mal gar nichts. Und jetzt hatte ich mir so überlegt, ja, was bedeuten denn die verschiedenen Kombinationen davon? Ja? Und de facto habe ich dann diese alle zusammengefasst zu einem Block, der in Summe eigentlich bedeutet, okay, das ist an sich gut genug, dass ich mitgehen kann. Ja, also, weil genug Vertrauen da ist bei diesen drei Optionen, dass ich sagen könnte, okay, ist vielleicht nicht alles so, wie ich will, aber das Grundvertrauen ist da, ich kann mitgehen. Könnt ihr da so folgen? Macht das Sinn? Okay, so einen gründlicheren Check kommt später noch. Und der obere, hier habe ich zwei gemacht, weil es de facto so ein bisschen egal ist, also es ist nicht egal, aber nicht so wichtig. Wenn das Richtige passiert, aus den richtigen Gründen und ich verstehe warum und so, dann kann ich da auch mitgehen, selbst wenn ich nicht so viel Vertrauen sonst grundsätzlich in denjenigen habe, der es entschieden hat. Aber wenn es eh meine Richtung ist, in die ich eh gehen will, dann gehe ich da halt mit. So meine Denke. Ja. Bleiben aber noch ein paar Fälle übrig, wo eben das Vertrauen nicht da ist und dann eben eins der beiden da oben auch nicht. Also wo zum Beispiel das Problem nicht auch so gesehen wird oder verstanden wird oder die Lösung auch anders gesehen wird. Oder eben sogar beides nicht da ist. Ne? Also wenn man hier steht in der Firma, was auch nicht so selten passiert, ist es normalerweise enorm schwierig, in so einen Status zu kommen, ganz am Ende, wo man wirklich bereit ist für diese Veränderung, die wirklich mitzugehen. So meine Erfahrung zumindest. Gucken gleich mal tiefer rein. Okay, nach diesem Grundchecks, wie die Lage da draußen ist, kommt jetzt dieser dritte Check, wie sieht es denn bei mir aus? Was passiert in mir drin? Wie reagiere ich auf die Veränderung? Wo wird da was getriggert? Ne, löst es irgendwelche Wertkonflikte in mir aus? Oder kriege ich da tierisch Angst, wenn ich drüber nachdenke?
Das ist so der zweite echt große Block, wo man aber auch enorme Chancen hat zu wachsen. Und daraus kommt als Ergebnis im Wesentlichen sowas wie, ich bin nicht bereit oder ich bin bereit für diese Veränderung. Und bereit ist eine ganze Mischung aus, ich bin innerlich schon bereit, aber ich kann es halt noch nicht. Bis zu, ich bin auch nicht bereit, also innerlich nicht bereit, weil mir sind andere Sachen einfach viel wichtiger, als da mitzugehen. Ja? Obwohl ich es könnte. Also das ist eine Kombi aus verschiedenen Sachen. Und bei bereit muss das eigentlich alles zusammenfallen, damit ich da wirklich mitmache. Ja. Beziehungsweise stimmt nicht, man kann auch bereit sein, ohne dass man jetzt schon alles könnte. Angenommen, ich soll jetzt agil arbeiten, habe das aber noch nie gemacht. Oder ne? kann diese ganzen Praktiken nicht. Dann reicht es schon, wenn man sich innerlich eingesteht, dass man es trotzdem, dass man wirklich bereit ist, da reinzugehen und das Scheitern mit akzeptieren kann und weiß, okay, das wird jetzt oft nicht klappen am Anfang, aber das ist okay, das gehört dazu, ne, wenn man das mit annimmt, sozusagen. Wenn man dann ein Riesenproblem mit hat, mit diesem Scheitern, was da passieren wird, dann wird man wahrscheinlich nicht sich bereit fühlen. Ja, das ist so das grobe Modell. Da bleiben wir noch ein bisschen länger dran. Soweit aber erstmal stimmig oder schon sofort was, wo ihr sagt, Bullshit, ganz laut. Okay, wir gucken weiter. Das ist somit gefühlt der wichtigste Bereich für mich, dieser Self-Check. Also was könnt ihr machen, um selber zu gucken, was da los ist. Es gibt ein super Buch dazu, ist ein bisschen gehypt gefühlt die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch kennt es, Gefühle und Emotionen von der Vivian Dittmar. Okay, in dem Kontext noch nicht so bekannt, ist schön. Ich glaube, gerade für Männer auch sehr, sehr gern genommen, weil es so eine schöne, einfache Anleitung ist zu Gefühlen. Es gibt einfach nur 4 Stück plus 1 so ein bisschen und da kann man super entspannt mit umgehen. Und zu jedem ist gesagt, wofür es gut ist, wofür nicht so und wenn es richtig genutzt ist, wofür es, was die Stärke ist, die Kraft und das ist prima. Das ist eine super Blaupause. Ist ein bisschen Hobbypsychologie vielleicht, aber ist schon auch ein sehr nützliches. Wie alle Modelle ist es einfach mal mehr, mal weniger nützlich. Ich finde es extrem nützlich. Warum das so nützlich ist, ist auch, weil dieses ganze Self-Check, nenne ich es, Thema einfach auch kaum Unterstützung findet in der Firma. Also da kümmert sich normalerweise kein anderer für euch drum. Also ganz wenige Firmen haben sowas wie einen internen Coaching-Pool, an den ihr euch mal wenden könntet, wenn ihr persönliches Coaching wollt oder so. Aber normalerweise ist das euer Problem. Ja, also entweder ihr habt da gute Laune oder ihr lasst es halt. Ja, also sage ich mal so plump. Also das ist eine sehr gute Quelle zu gucken, wie fühle ich mich gerade, was ist das für ein Gefühl, was will mir das Gefühl sagen? Weil normalerweise liegen da eben genau diese Sachen drunter, die euch auch triggern. Also diese, eure Prinzipien liegen ja da drunter, ne? Wenn die verletzt werden, dann reagiert da irgendwas wütend oder so oder traurig. Ungewissheit ist ganz oft die Angst halt da. Deshalb ist es ein super Arbeitsfeld, da reinzugehen und sich damit zu befassen, was der Körper und die Gefühle einem sagen wollen. Dann gibt es so etwas wie ein Stimmigkeitsgefühl, also sprich einfach so eine Art innere Resonanz zu dem, was da passiert. Also das kann man nicht gut erklären, aber habe ich das Gefühl, das geht in die richtige Richtung, das passt für mich. Ja. Habe ich das oder habe ich das sehr stark nicht? Gerade für diesen Punkt, Klarheit zu bekommen, was sind denn überhaupt meine Werteprinzipien, hilft sowas wie persönliches Coaching, vielleicht auch Therapie extrem. Also ich kann jedem nur ermutigen, der in so einer Transition steckt, sich auch einfach selber zu kümmern um sowas. Und das kriegt man von 0 bis 500 Euro die Stunde, kann man das in jeder Größenordnung kriegen. Also es gibt ganz, gefühlt ist ja heute jeder Coach. Man findet also ganz viele, die Coach werden wollen und Versuchskaninchen brauchen. Da kann man nachgucken und kriegt dadurch trotzdem oft gutes Coaching schon tatsächlich. Man kann sich natürlich auch Profis holen und hoffen, dass es viel mehr bringt dann in derselben Zeit. Ja. So ein Basischeck. Fühle ich mich gesund oder bin ich da seit einem halben Jahr, schleppe ich mich todkrank zur Arbeit und bin nur noch in der Depression oder im Burnout? Das ist einfach wichtig. Generell werde ich jetzt mehr so Impulse setzen bei den ganzen Blöcken. Ja? Also ich werde jetzt nicht auf alles tief eingehen. Wertschätzung ist nochmal ein wichtiges Thema, aber also auch sowas wie Dankbarkeit. Also auch nochmal zu gucken in so einer Veränderung,
Wofür kann ich denn gerade dankbar sein? Und das kann auch sehr viel Zufriedenheit bringen, wenn man sich das immer wieder bewusst macht. Es soll nicht das Schönreden gemeint sein, aber durch so eine Dankbarkeit regelmäßig kommt auch eine Zufriedenheit. Es ist nicht andersrum. Es ist nicht nur, dass man zufrieden ist und dann dankbar wird. Durch so eine, ich sag mal, ritualisierte Dankbarkeit kann man auch wirklich zufriedener werden, ja? Wenn man sich das immer wieder bewusst macht, was man alles hat. Und der letzte Punkt ist, sich schlau machen. Da meine ich verschiedene Richtungen mit. Man kann sich bei den Führungskräften erkundigen, was genau sie mit dem Problem eigentlich meinen, warum sie diesen Lösungsansatz gewählt haben. Man kann sich mit der Agile Community verbinden und zu gucken, wie soll es denn eigentlich gehen, was sagen denn die Experten dazu. Man kann sich mit Kollegen austauschen, Schulungen machen. Das hilft alles enorm, um so quasi auf einer guten Basis gute Entscheidungen treffen zu können. Ja, wenn man sich da im Inneren klar ist, was der Körper einem sagen will und was auch die Informationen einem sagen, hat man da eine sehr gute Entscheidungsbasis. Genau. Also Fazit hier nochmal, also mir ist wichtig, ich spreche jetzt hier ja nicht die Firmensicht an, da sagt man immer, was alles zu gutem Change Management gehört und gefühlt wird da ein Zehntel von benutzt. Ja? Also ihr könnt natürlich darauf warten und auf eure Firma schimpfen, dass sie das alles falsch macht, aber es ist vielleicht auch schlau, weil es nachweislich den Leuten einfach sehr echt an die Nieren gehen kann, so eine lange Veränderung, mit der sie schlecht umgehen können, dass ihr euch selber kümmert um euer Wohlbefinden. Ja. Okay, zweiter Schritt. Change it or leave it. Ich habe jetzt mal hier die Hauptpunkte eingezeichnet. Mal ein bisschen gucken, wo Veränderung möglich ist oder wo dann leave it. Gut, das habe ich hier außen vor so ein bisschen. Ich sehe so drei Haupthebel, wo man einen guten Hebel hat zur Veränderung. Ja? Ich mache vielleicht Licht wieder an, reicht eigentlich. Wird mal. Das allererste ist ganz oben, dass ihr schaut, was könnt ihr tun, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Also, dass ihr irgendwie mitgehört werdet, dass ihr irgendwo Kreise etabliert oder dafür sorgt, dass was passiert, dass eben noch mehr Leute gehört werden, dass ihr also versucht, Einfluss zu nehmen auf die, was überhaupt gelöst wird und wie es gelöst wird, dass ihr da versucht hinzukommen. Ja? Das ist ein Weg, da was Veränderungen zu machen. Zweite große Baustelle ist, wenn hier vor allem das Vertrauen fehlt, daran zu arbeiten, mehr Vertrauen zu gewinnen. Ob man das schafft, ist eine andere Sache, aber zumindest damals zu gucken, habe ich dann alles probiert, um die Leute, um denen näher zu kommen, die zu verstehen, denen vielleicht alte Fehler zu verzeihen mal und zu gucken, okay, die haben sich wirklich geändert, ja, mich darauf einzulassen vielleicht. Also das ist ein Weg. Und der dritte ist eben sehr stark hier, bei sich selber zu gucken, wie kann ich mich bereiter machen auf eine Art. Also da ist sehr viel drin von wegen sich selber schulen, aber auch gucken, kann ich an meiner Einstellung irgendwas ändern, damit ich doch wirklich Ja sagen kann zu der Situation, wie sie jetzt ist. Also vielleicht nochmal als Erklärung so ein bisschen. Ich gehe so ein bisschen stillschweigend davon aus, dass man in großen Organisationen normalerweise ziemlich schlechte Karten hat, alleine da ernsthaft was zu verändern in einer absehbaren Zeit, die einem in der Karriere noch was hilft. Ja? Also ist vielleicht sehr destruktiv für einen Coach, wenn ich sowas sage. Und ich glaube auch, dass eine Gruppe von Leuten sehr wohl viel erreichen kann in der Firma. Aber erfahrungsgemäß sind so Prozesse echt langsam. Ja? Und deshalb ist mir wichtig, dass man wirklich gut seine Optionen kennt und schaut, selbst wenn ich mich für diese Veränderung entscheide, wie gehe ich eben mit dieser Geduldsfrage um? Wie kann ich auch in der Zeit, bis es vielleicht so ist, wie ich es gern hätte, gut damit sein? Ja. Gut, leave it, guck mal gleich nochmal drauf. Okay, ich gehe jetzt quasi jeden von diesen drei Change-Fällen mit euch durch und gebe mal ein paar Ideen, was man in diesem Bereich machen kann. Ja. Naja, muss gehen. in diesem Bereich Vertrauen aufbauen, also was diesen rechten Block hier rüberschiebt, ja, von der vorigen Folie, ist ein Thema, was ich da sehr stark sehe, dass man zum Beispiel auch so Sachen wie alles mit Dilbert zukleistern und Sarkasmus und Zynismus zelebriert, versucht zu verzichten. Ne? Also es ist wirklich lustig, ich mag das auch tierisch, mag super gerne Ironie und Sarkasmus, aber es ist zugegebenermaßen
sehr schädlich auch auf eine Art. Also gerade der Boss kommt auch immer sehr schlecht weg in Dilbert. Ich glaube, die finden es nicht lustig, wenn die Manager, die Mitarbeiter alles mit Dilbert tapezieren, ja, zum Beispiel. Aber es tut einem auch selber nicht gut normalerweise. Also da gibt es auch einen schönen Artikel, der ist jetzt zu klein für euch zum Lesen. Ihr seht ihn ja dann später. Da geht es auch darum, wie man mit Zynikern umgeht in der Veränderung. Das finde ich ganz spannend. Und eins ist da so drin, also die haben grundsätzlich oft so eine Haltung, die haben einfach sehr starke negative Erfahrungen gemacht in der Firma, als sie wirklich was ändern wollten. Also oft waren es Leute, die wirklich mal was ändern wollten, die Energie hatten und gnadenlos gescheitert sind an den Strukturen oder was auch immer. Ja. Sodass dann oft so eine Haltung kommt von, hier wird sich nie was ändern, das ist immer so, vergiss es einfach, ja, so ein Kapitulieren. Weil es führt zu so einer Handlungsstarre, so ein Zynismus. Und was da wirklich erstmal gebraucht wird, ist so diese Angst zu nehmen, dass das Neue jetzt wirklich klappen könnte, weil es ja indirekt beweist, dass ich früher irgendwas falsch gemacht habe und gescheitert bin, weil ich so blöd war, sage ich mal. Das ist so ein wichtiger Punkt dabei, den ich sehr spannend fand. Dann hier noch ein Beispiel. Ich war in einem Team, da sollten auch alle agil machen. Die ganze Firma hat da großflächig gesagt, hier ab jetzt alle. Und da war aber einer im Team, die waren einfach maßlos überlastet, also hätten die wirklich brav ihr Pull-System etabliert, da wäre das Backlog da quasi explodiert innerhalb kürzester Zeit draußen. Ja. Und da war halt einer im Team oder eher zwei, die halt permanent in so einem Überforderungs-Rettungsmodus versucht haben, das doch irgendwie hinzukriegen. Ja. Also eigentlich quasi nicht das Vertrauen hatten, dass die Manager schon wissen, was sie da tun oder die uns einfach nur gut gespiegelt haben, was da passiert, wenn wir wirklich so handeln. Und das hat ihnen nicht gut getan und hat natürlich auch dieser ganzen Agilität nicht gut getan, weil die Sachen dann auch nie wirklich sichtbar wurden, ne, die da ein Problem sind. Das Buch möchte ich euch auch nochmal sehr ans Herz legen. Ich überspringe das andere. Vergebung üben klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Was da ganz stark drin ist, ist auch so ein Loslassen an alten Groll, Wut, Ärger, dass man da irgendwie schafft oder Trauer auch. Dass man damals schafft, rauszukommen aus so einem dauerhaften, oh, immer ich Ärmster und alle doof und ich will gern anders arbeiten und kann aber nicht. Und das kann sehr helfen, da in so ein, oft ist es so ein Stufenprozess, man darf erstmal so richtig schön Opfer sein und das erstmal rauslassen und sagen, was alles scheiße ist und unfair und doof. Im zweiten Schritt muss man schon ein bisschen mehr die Sicht vom anderen reinnehmen und im dritten guckt man dann wirklich sehr stark, was soll mir das alles sagen, was bringt mir das und was ist da mein Teil. Aber es braucht halt auch diese Stufen. Ja. Oft versucht man gleich zu Stufe 3 zu gehen und zu gucken und so, man nennt es dann auch, wie nennt sich das so schön, spirituelle Umgehung, dass man gleich so versucht, so großzügig drauf zu gucken, naja gut, der wird schon, das ist also so verständnisvoll zu sein, aber man muss es einfach auch mal fühlen dürfen. Das finde ich da super dran. Gibt es auch als CD mit so 13 Schritten und Fragebögen, ist sehr zu empfehlen. Wer merkt, dass er einfach mit so einer Wutkraft, mit so einem Ärger ständig doch mit sich rumträgt und zu kämpfen hat. Okay, ja. Die Übung wird kürzer, ich merke schon. Change it. Bessere Lösung finden. Das war jetzt dieser Pfeil da oben. Wie kann ich dahin kommen, dass wir gar nicht erst das falsche Problem oder die falsche Lösung angehen? Ja? Da gibt es einen schönen Blogpost. Nee, ist kein Blogpost, ist ein Harvard Business Review Artikel. Da geht es darum, wie kann ich denn mächtigeren Menschen in einer klassischen Hierarchie zum Beispiel widersprechen? Also das kommt oft nicht gut, wenn man die einfach nur anmotzt und sagt, alles scheiße, hören die nicht so gut, das Feedback. So Leute habe ich auch oft gesehen, die Agile schon gut verstanden haben, aber de facto einfach wirkungslos waren, weil sie einfach null Talent hatten, das so rüberzubringen, dass irgendjemand das zuhören möchte. Ne? Also das finde ich sehr hilfreich. Hier meine ich ganz allgemein, zum Beispiel ein Team hatte so eine Art Stakeholder-Forum etabliert und einberufen, sodass man mehr ins Gespräch kam mit Managern, ja, und gehört wurde. Ja. Ist schon ein paar Jahre alt. Ich benutze es jetzt auch nie, also selten so explizit als die Methode. Aber was ich daran eben mag, das ist halt so ein Katalog an, ich sag mal, 20, 30 Patterns, wie ich auch ohne offizielle Macht gut Veränderungen in die Organisation tragen kann oder in der Gesellschaft. Und das finde ich super. Ja. Es setzt eben sehr stark auf Beziehungen und hat halt so einfache Muster drin, wie, ich bringe mal ein paar Beispiele.
Also Do Food ist der Klassiker, sprich, wenn du schon Essen mit, ein Treffen mit Leuten hast, versuch ein bisschen Essen dabei zu haben, das schafft einfach so ein Grundvertrauen schon mal, wenn man zusammen isst, geschweige denn zusammen kocht vielleicht oder so, ja? Klingt erstmal banal. Oder dann gibt es sowas, Hot Shot heißt es, glaube ich. Also bring jetzt so jemand wie Don Reinertsen rein, dem glaubt man wenigstens, ja? Oder ist für Schweine teuer, aber das muss ja auch sein, so. Und dann hat man vielleicht eine Chance, dass sie dem dasselbe glauben, was man auch erzählt hat, aber ist anders. Oder mach einen, der das Thema eh schon gerne macht, mach den auch formal zum agilen Beauftragten und so Geschichten. So, das wird man selber, wenn man nicht Manager ist, nicht dürfen. Aber da sind viele Sachen drin, die man eben konkret anpacken kann. Ist keine fette sonst wie Methode, sondern so ein kleiner Baukasten. Okay? So, das ist so die Idee dabei. Was ich super finde vom Grunddenken, wo ich finde, wo die Reise hingehen muss, wenn Agilität ernst genommen wird in der Firma und Selbstorganisation, ist Soziokratie. Da gibt es seit diesem Jahr neu ein sehr schönes deutsches Buch zu von der Barbara Strauch. Die ist in Österreich führend in dem Bereich und hat da viel gemacht. Wem sagt Soziokratie was? Ah, nicht so viele, okay. Ist in Holland schon seit den 70er, 80ern gibt es das da schon. Hat Herr Endenburg erfunden sozusagen in seiner Firma und da ausgereift. Und das ist sehr stark darauf aus, dass keiner übergangen wird bei Entscheidungen. Also dass die Struktur von der Firma so gebaut wird, dass jeder bei wichtigen Entscheidungen eine Chance hat, zu sagen, nee, sorry, geht für mich gar nicht. Ja? Das klingt jetzt super lähmend, aber man kann es eben auch so machen, dass es trotzdem sehr viel Freiheit gibt. Und sogar, das finde ich das Spannende, auf eine Hierarchie drauflegen. Und deshalb kann man eigentlich jederzeit auch vielleicht mit seinem Teamleiter vereinbaren. Also ein Beispiel mit diesen Doppelkreisen. Angenommen, ich habe regelmäßig meine Retrospektive als Team, dass ich da zum Beispiel aus der anderen Richtung den Teamleiter, also meinen Teamleiter oder die Teamleiter, wenn es mehrere sind, doch mit dazu nehme, was oft ganz verpönt ist. Ne? Oder wer kennt das als No-Go? Manager mit reinnehmen in die Retro? Okay, ist nicht mehr so schlimm, aber... Und dann aber auch in die andere Richtung, deshalb Doppelkreis, würde man den Delegierten bestimmen, der dann mit in die Teamleitersitzung geht. Und auch da dürfte aber dann nichts mehr beschlossen werden, wenn es keinen Konsens gibt. Also da dürfte es auch der Delegierte sagen, sorry Teamleiter, gehe ich nicht mit. Und das löst sehr interessante Effekte aus, sodass dann wirklich so gemeinsame Verantwortung auch reinkommt. Habe ich aber leider auch so noch nicht praktiziert. Schon Erfahrungen in der Praxis gemacht. Die Herausforderung, die ich immer hatte, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, super System, theoretisch und so weiter, und wenn du dann da mit jemandem stehst, Holacracy zum Beispiel, hatten wir mal ausprobiert, ja. Dann dauert das 100 Jahre, bis du die einfachsten Entscheidungen, von denen jeder vorher schon weiß, dass du die treffen wirst, da bist du 20 Minuten mit beschäftigt, bis du das formal definiert hast und die Leute fragen dich anschließend, sag mal, hast du irgendwo Zeit gefunden? Also, ja. Ich glaube, Holacracy ist nochmal ein Ticken schlimmer, ja. Mit ganzen Rollenbeschreibungen und so. Ich habe immer nur Teile benutzt bisher. Ich habe offene Wahl benutzt, viel bei Scrum Master und Product Ownern zum Beispiel, dass man das auf die Form, ich habe Konsens sehr viel versucht zu leben und die Teams aus so einem Alle müssen es toll finden, Modus rauszuholen, damit irgendwas passieren kann. Ja, also Konsens ist dafür super, dass man wirklich nur starke Widerstände quasi gelten lässt, aber die dann eben schon. Und was viele eben nicht wissen, man kann auch gemeinsam beschließen, das haben wir bei AT-Agile damals viel gemacht, dass wir kurz beschließen im Konsens, wie wir das entscheiden. Also dass wir sagen, okay, das delegieren wir an Hans Wurst, sage ich mal, an XY, der darf das entscheiden. Und dann ist es in der großen Runde durch. Ja, wollen gar nicht alle diskutieren, mitreden, können manchmal auch gar nicht. Und trotzdem ist es dann okay, weil wir gemeinsam gesagt haben, ist okay, wenn der das entscheidet. Also man kann die Sache auch verschlanken, auf jeden Fall. Und es führt aber auch viel Übung dazu, die richtigen Bereiche abzustecken, wo so ein Kreis Sinn macht und wer da drin sein soll und so. Also ich sehe schon auch, dass es durchaus auch sehr schwierig werden kann, erstmal da reinzukommen. Also empfehlen auch echt stark, sich da jemanden dazu zu holen, der auch zertifiziert ist und Ahnung hat und so. Ist klar, Zertifizierung ist immer so eine Sache, aber ich glaube, es macht auch Sinn, das nicht nur aus dem Buch zu probieren. Ich muss ein bisschen gucken, ein bisschen Speed. Drama-Dreieck ist das gleiche wie vorhin mit diesem Opfertum rauskommen oder Rettertum rauskommen. Es gibt immer dieses Täter-Retter-Opfer-Ding. Ja. Und dass man da
quasi versucht, gar in keine der drei Rollen zu gehen, sondern sich da rauszuziehen. Und ein wichtiger Schritt ist eben dieses Vergeben da drin, dass man aus diesem Opferstatus rauskommt und sich quasi wirklich die Verantwortung wieder zu sich holt, aber eben auch nicht in diesen Rettermodus geht. Wenn jetzt, also, ja, so der Klassiker, wo viele sich doch sehr viel drin wühlen, sozusagen. Okay, passt aber. So, jetzt dieser untere Bereich, wie kann ich mich denn bereiter machen oder bereit machen? Ja? Wenn so die Grundrahmendaten stimmen. Ich fange mal hier an, weil es gerade erstmal so sichtbar ist. Kennt ihr von euch jemand das Buch, Warum man für seinen Job nicht brennen muss? Ich gebe zu, ich kenne es auch nur vom Titel und von den Kritiken. Und ich brauche auch nicht mehr. Und es ist eine zweischneidige Sache und trotzdem finde ich es von der Intention her gut, weil ich glaube, viele stressen sich auch selbst sehr stark mit so einem Anspruch oder auch Firmen selber, dass Arbeit total Spaß machen muss oder dass es irgendwie falsch ist, wenn man nicht ständig Spaß hat, auch bei der Veränderung nicht. Und ich glaube, in dem Kontext ist wichtig zu wissen, was ist mir denn im Leben wichtig und welchen Teil davon soll die Arbeit abdecken. Und es kann voll okay sein, dass ich da einfach tagsüber schön warm sitze, keinen Stress habe, nette Kollegen habe, festes Einkommen und parallel super geile ehrenamtliche Sachen mache oder Erfüllung finde. Also ich habe da die lustigsten Sachen erlebt in meiner Laufbahn. Ich habe auch schon im öffentlichen Dienst viel gemacht zu IBM-Zeiten. Da kamen die Leute halt früh um 6, haben erstmal mehrere Frühstückspausen dazwischen durchgemacht und waren halt um 2:30 fertig mit ihren Stunden. Zack, Stempel, tschüss und dann ging das Leben los, so gefühlt. Ja? Aber es war in Summe, ging die Rechnung halt auf. Also das finde ich, kann man auch auf dem Schirm haben. Es ist jetzt, soll euch nicht jetzt in diesem Leiden halten, das ist was anderes, aber das finde ich auch wichtig dabei zu haben. Auch ein sehr guter Slogan finde ich, raise your standards, lower your expectations. Was das bedeutet ist, die Standards sind, definieren dich, also wer willst du sein? Was ist dir wichtig? Wie willst du auftreten in der Welt? Was willst du bewirken? Ja? Also da geht sehr viel Coaching-Zeug auch rein. Aber das hast du immerhin in der Hand. Ja? Also das kannst du selber kontrollieren. Die Erwartungen an die anderen hast du nur sehr bedingt in der Hand. Du kannst noch so lange warten, dass dein Chef mal sonst wie irgendwann endlich mal so handelt, wie du es dir gerne wünschst. Aber es führt normalerweise nicht sehr weit. Ja? Deshalb ist da die Idee, da die so weit zu senken, bis sie aber eben nicht weiter, dass sie deinem Ziel nicht im Wege stehen. Also dass man guckt, was brauche ich da an Minimum, Erwartungen von den anderen und was ist einfach mein eigenes Ding. Soll erstmal reichen. Leave it. Ganz starke Bremse zu Leave it ist ja oft diese Angst, was passiert denn danach? Ne, diese Unsicherheit. Also wenn ich jetzt gehe, ich habe ja keine Ahnung, hänge ich jetzt jahrelang in Hartz IV fest oder was auch immer. Ne? Und da gibt es so ein paar Grunddinge. Eine so eine, ich kann die Quelle nicht genau sagen, hat was mit Indianern zu tun. Das ist die Grundidee, der Weg ist da, wo die Angst ist. Also dass man da immer wieder hinspürt und guckt, was will mir die Angst sagen, weil es einfach auch genauso eine Wachstumschance immer ist, ne? Da reinzugehen. Und was erst hilft, ist dieses, genau, erst springen, dann fürchten. Das fand ich super. Das war aus einem Artikel von einem Skateboarder, der hat jahrelang früher einmal geskateboardet und hat gemerkt, wenn er oben an dieser Pipe steht, wie das Ding heißt, Halfpipe da, es hilft ihm nichts, wenn er da noch länger wartet, das wird immer schlimmer. Ne? Also so rauszukriegen, was passiert, geht nur durch Springen und dann merken, oh, war vielleicht ein bisschen gefährlich oder so. Also es ist, ja, ich weiß, klingt jetzt erstmal leicht gesagt, generell ist über Angst zu reden immer schön, aber die kann sich eben mit diesem Baggerbeispiel auch sehr real anführen, ne? Wenn man da merkt, das ist aber nur mal mein Haus und danach habe ich keins mehr, das ist jetzt schon nicht so spaßig. Aber es gibt eben oft, wird nicht gesehen, was man gewinnen könnte, sondern immer nur ganz stark, was man alles riskieren muss, was man verlieren könnte. Das ist eben was so mega Lähmendes. Ja. Da hilft eben wieder auch dieses super Gefühlsanleitungsgebrauchsbuch zu gucken, wie kann ich denn meine Angstkraft gut nutzen für mich und nicht so lähmend. Ach so, das hat tatsächlich mich da auch lange Jahre auch früher in Jobs festgehalten oder in Projekten, dass ich das auch sehr stark immer als Niederlage oder als Flucht wahrgenommen habe, wenn ich dann doch mal gehe. Ich weiß nicht, wer das kennt. Dass es einem echt schwerfällt zu gehen, weil man denkt, ja, es muss doch irgendwie gehen, ich bin irgendwie zu blöd, das hinzukriegen, was ist denn da jetzt so schwer? Ne?
Ja, das beruhigt vielleicht auch ein bisschen, dass man das mal entspannter sieht. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, da würde ich das Folgendes gerne machen, dass ihr mit diesem Modell und dem, was ich jetzt alles dazu so erzählt habe, mal euch nochmal in einer kleinen Gruppe findet, sagen wir mal 3-4 Leute, und nochmal schaut, könnt ihr irgendeine von euren Veränderungen, die ihr im Kopf hattet, also nehmt nur die von einem von euch, könnt ihr die daran mal durchgehen und gucken, wo wäre die denn im Diagramm, wo habt ihr euch denn da schwer getan oder was war da bei euch ein Thema oder wo habt ihr was versucht? Dass ihr einfach mal die daran diskutiert, zu gucken, war das Problem okay eigentlich oder war da eigentlich, ging es da schon los, dass wir das Falsche gelöst haben oder ich da nicht gelaufen habe. Okay, das ist jetzt mal eine Übung. Ihr habt so 7 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Würde ich euch mal bitten, Gruppen zu formen und mal versuchen, das so quasi zu validieren, zu schauen, ob euch damit als Denkmodell irgendwas, ob das hilft, da Struktur reinzukriegen. Und vielleicht findet ihr auch Fehler und sagt, es geht hier ganz anders, macht alles keinen Sinn. Große Fragezeichen. Wer weiß ungefähr, was er machen soll oder ob es Sinn macht? Wir probieren das mal, okay? Wir sagen erstmal 5 Minuten. Wenn hier viel Energie drin ist, dann lasse ich es noch ein bisschen laufen. Ansonsten kürzt mal ein bisschen ab. Okay. Los, legt mal los. Jetzt ist 17, machen wir bis 22.
Mikro nehmen, ist vielleicht besser. Kommt mal bitte zum Ende. Kannst du noch mal kurz mitmachen? Das wäre super. Da liegt ein Stift. Okay. Ihr habt gleich die ganze Mittagspause, da könnt ihr gerne weitermachen. Ich bin auch mit dabei, mische mich gerne unter das Volk. Lass mal kurz einen Check machen. Wo hat euch das vielleicht ein bisschen geholfen beim Denken oder wo seid ihr da so hängen geblieben? Einfach mal so ein paar Meldungen, wie es euch damit ging. Hat das irgendwie, oder habt ihr euch nur unterhalten und das Ding liegen lassen? Wie ging es euch jetzt gerade in den 5 Minuten damit? Für mich war gerade nochmal spannend zu reflektieren, dass ich habe so lange festgesteckt, wie Leave It keine Option für mich war. Also ich hatte Angst davor, aus irgendwas rauszufliegen und deshalb habe ich mich nicht getraut, den Change anzugehen. Und als ich dann gesagt habe, der Schmerz ist jetzt so groß, dass ich lieber raus bin, als es so zu lassen, da konnte ich es verändern und drin bleiben. Muss ich nicht so gut darstellen, ja. Okay, noch andere Sachen? Wir hatten ein ganz schönes Beispiel, dass es sehr wichtig ist, zu schauen, von welcher Perspektive. Dass es aus Unternehmenssicht sehr gut sein kann, diese Veränderung, aber aus persönlicher Sicht eventuell nicht. Das ist auf jeden Fall so. Deshalb habe ich den Vortrag auch direkt aber auch an Einzelne gerichtet, weil eben jeder doch am Ende für sich gucken muss und was für ihn das Beste ist. Ne? Ob das im Firmeninteresse ist, ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Zu diesem Firmeninteresse habe ich auch noch einen Punkt, der bei uns so in Entwicklung ist, was ich für sehr spannend halte. Und zwar gibt es Mitarbeiter, die sagen, ich würde gern das Unternehmen verlassen. Und das ist ja häufig in so klassischen Unternehmen quasi ein Todesurteil, dass man sich selber erteilt, sozusagen, ach ja, der ist ja eh schon auf dem Absprung, der kriegt jetzt keine Gehaltserhöhung mehr, der wird nirgendwo mehr eingeplant, der ist eigentlich sozusagen jetzt persona non grata. Und wir hatten dann irgendwann einen Mitarbeiter, der sich quasi getraut hat, das zu kommunizieren. Und dann sind meines Erachtens unsere Kollegen da sehr professionell mit umgegangen. Da hat er sich tatsächlich auch beworben irgendwo, hat dann irgendwie bei SAP ein Angebot und hat gedacht, ja, klar, also von so einem kleinen Laden zu SAP, ist klar, das muss man natürlich machen. Hat es dann aber nicht angenommen, aus verschiedenen Gründen. Und dann war beim nächsten, Und dann irgendwann wandelte sich das so in so einen, alles klar, der ist eigentlich immer so auf dem Sprung, so alles mal ausprobieren, ja. Und ich habe ihn auch mal angesprochen und gesagt, hier, bist du darüber im Klaren? Und das hat meines Erachtens, zumindest bei einigen Mitarbeitern, dazu geführt, dass die sich zum Beispiel mit mir offen darüber unterhalten, wenn sie sozusagen so einen Wechselwillen haben. Und das hat auch in der Organisation dazu geführt, dass die Leute es irgendwie als akzeptabel ansehen, nicht mit diesem Unternehmen zwanghaft verbunden zu sein oder so ein Theaterspiel zu spielen, so ich liebe nur euch und niemand anderen und gibt auch keine andere Alternative, dabei wissen wir alle, sozusagen jede Woche kriegen die von 2 Headhuntern eine Nachricht. Ja. Und, ich muss mal abkürzen, aber ja. Erinnert mich tatsächlich auch noch an ein gutes Buch, was ich euch empfehlen möchte, an Maverick, wer das kennt. Da geht es ja gar nicht, in den 80ern in Brasilien, wie heißt der gerade, komme auf den Namen nicht, Semko, genau. Und der hat auch schon eins nämlich sehr explizit nicht gemacht, er hat eben gesagt bei dieser Veränderung, sorry, diese Jobgarantie gebe ich euch nicht, vergesst es. Also und das sehr explizit aber und ist da anders mit umgegangen. Also die haben schon geguckt, dass jeder was findet und so, aber es gab eben diese Garantie nicht, weil er sagt, sorry, die kann mich realistisch einfach keinem geben. Aber der ist halt offen mit umgegangen und auch trotzdem hilfestellend. Also ich finde es sehr inspirierend, da mal reinzugucken, wie die mit Veränderungen generell umgegangen sind. Oder was sie aber auch bei dem Individuum gelassen haben, wo er selber Verantwortung hat oder die oder sie. Okay, eine Sache noch und dann habe ich noch eine letzte Folie. Thomas? Sonst machen wir das Abendbrot, dann machen wir es so. Okay. Danke. gucke ich mal, wie ich das reinnehme. Fazit. Ich wollte gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was mir wichtig ist. Eine ist, eine Veränderung muss keinen Spaß machen, kann aber. Ist mir wichtig, dass man sich dafür nicht auch nochmal prügelt, dass sie einem nun mal keinen Spaß macht. Also dass man, wenn die Firma sowas von einem erwartet, sich entspannt und sagt, ja,
Ist aber nun mal nicht so. Also hört auf die Gefühle, die ihr wirklich habt und nehmt die ernst und nicht die, die ihr haben solltet. Ja. Du kannst immer handeln, und hast Optionen. Das muss einem immer wieder klar sein, dass es eben nicht so ist, dass ich total stuck bin und gar nichts geht. Wenn ihr euch so fühlt, holt euch Hilfe und Unterstützung. Was direkt zu Punkt 3 führt, lernt einfach selber für euch zu sorgen. Das klingt total banal, aber viele können das tatsächlich nicht, auch wenn sie erwachsen sind. Also man staunt immer wieder, wie krass schwer das Menschen fällt. Also habe ich auch persönlich sehr viel gelernt in der Richtung. Zum Beispiel bin ich über 15 Jahre rumgereist als Consultant und sonst was und bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, es wäre vielleicht schlau, wenn ich mal die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, damit es mir gut geht in den Hotels, wo ich immer hänge, vielleicht auch mal mitnehme. Ne? Und nur nicht immer so minimalistisch unterwegs bin und mich dann irgendwie doof fühle, weil mir irgendwie wichtige Sachen fehlen, wie so ein scharfes Obstmesser zum Beispiel. Das ist eine ganz banale Sache. Ja? Aber ich esse nun mal gern Obst. Kam ich erst nach 15 Jahren auf die Idee, vielleicht mal eins mitzunehmen. Das ist so krass, wenn man das dann merkt. Ja? Lerne deine Gefühle wirklich konstruktiv zu nutzen, also die quasi zu gucken, was hätten die eigentlich für eine Kraft und nicht in diese negativen Schattenseiten davon reinzufallen. Also nicht in so eine Depression reinzugehen, nicht in so einen Dauerärger, Frust, nicht in so eine Superangst vor allem. Also da kann man lernen, anders mit zu arbeiten einfach. Und dann auch ganz wichtig im Coaching, triff deine Entscheidung aus deiner Kraft heraus, nicht aus einer Angst. Also es ist selten eine gute Idee, aus so einer Angst heraus irgendwas zu entscheiden. Also da erstmal vor dran arbeiten, wie komme ich erstmal durch irgendwas, sei es Tanzen, sei es Sachen, die mir gut tun, erstmal wieder in irgendeine Grundenergie von mir, wo ich merke, das bin ich, und dann entscheiden. Und dann, ich kann den Spruch gerade überhaupt nicht leiden, aber ich komme da nochmal drauf zurück, das Leben fragt uns leider oft nicht, ob oder wann wir wachsen wollen. Also es ist jetzt ganz oft so, dass wir nun mal zwangsläufig vor Veränderungen gestellt werden und klarkommen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns das immer aussuchen können, leider. Es gibt diesen Spruch hier, wenn das Leben uns Zitronen gibt, mach Limonade draus. Der klingt erstmal leicht und entspannt, aber es fühlt sich oft leider nicht so an. Also, ne? Also diese Haltung auch bei Zitronen dann zu haben, das muss man eben erstmal schaffen. Das ist so der Nachteil an diesen intellektuellen Tipps, dass die auf der Ebene eben nicht wirken. Da ist ganz viel andere Arbeit nötig, zu der ich euch ermutige, da reinzugehen, weil das ist die große Chance in so einer Veränderung für euch, wirklich zu wachsen. Ob das in derselben Firma dann am Ende ist oder nicht, das ist die nächste Sache. Aber schaut, dass ihr das für euch als Wachstum mitnehmt und gut auf euch auspasst. Dankeschön.